Ja, ich bin hier gerade in Stommeln bei Tiffys. Bin gerade aus dem Ahrtal gekommen und wir haben uns jetzt hier verabredet in Stommeln. Ihr seid aus Kalka gekommen. Ne? Und aus Keppeln. Keppeln. Und habt ja eine Spende mit dabei, ne? Die, glaube ich, ja, keine Ahnung, gleich übergeben werden soll. Und ich bin gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe wieder einen Kloß im Hals. Ne? Also ihr habt gerade gezeigt, was hier in Keppeln bei euch passiert ist. Und das ist ja auch ein Plattenland. Und hier sieht man einen Gülleschieber, genauso wie es in Waldbotzheim war. Ne? Ja, genau. Und wir haben uns gerade unterhalten und ich habe einfach gesagt, lass uns mal ein bisschen aufnehmen, damit die Leute mal wissen, was wir im Hintergrund hier alle auf die Beine stellt. Ne? Wie gesagt, Niederrhein, Keppeln. Und wir sitzen jetzt hier und ihr seid jedes Wochenende irgendwie im Ahrtal unterwegs, ne? Oder was? Oder? Fast jedes Wochenende fährt ein Wochenende. Ja. Ein Wochenende konnten wir nicht. Also die im Haus war ein Trauerfall. Aber ansonsten jedes Wochenende, ja. Das ist einfach so krass, weil das hier ist tatsächlich am Niederrhein passiert. Ne? Ich blätter mal durch. Hier ruft mich die ganze Zeit einer an, aus Rott am Inn. Das heißt, bei euch hat es auch Schäden gegeben auf dem platten Land, sozusagen. Ja. Die sind schon extrem, die eine Firma ist dann extrem untergelaufen. Die hatten dann auch Wasser bis im oberen Gebäude drin stehen. Das war zwar nur ein halber Meter, aber der hatte gereicht, um dann sehr, sehr viel kaputt zu machen. Ja. Also das sind die Schäden bei euch in der Heimat. Ja. Und ja, ich habe es schon, das hatte ich schon durchgeblättert, ne? Und hier sieht man die Hilfsbereitschaft bei euch im Dorf, ne? Ja. Sozusagen. Ist es ein Dorf oder eine Stadt? Ja. Ein Dorf. Das ist einfach super. Und diese Hilfsbereitschaft habt ihr ins Ahrtal dann mitgebracht, ne? Ja. Und da war es relativ einfach, die Leute zu aktivieren. Weil die genau wussten, wie es da sein muss. Ja, genau. Also das ist jetzt bei euch aufgenommen, ne? Das ist aus der Bildzeitung. Das ist am Niederrhein, auf dem platten Land. Ne? Ja. Ja. Und dann, ihr habt euch hier echt gut vorbereitet. Dann habt ihr hier die Ahrtal-Hilfe. Und da muss ich gerade ein paar Mal schlucken, weil irgendwie das schon heftig ist. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich kann ja nicht so laut rumbrüllen. Dafür reicht der Alkoholpegel noch nicht. Erste. Das ist jetzt die Betroffene hier aus dem Ort. Ach so, die ist dann mit ins Ahrtal gefahren. Ja, weil die Erste, die gesagt hat, wir fahren dahin. Krass. Wochenende mit vier Leuten aus der Familie selber dann mit runtergefahren. Papa, Papa. Und das ist jetzt Innenstadt Bad Neuenahr. Ja. An meinem Geburtstag. Kann ich mich noch dran erinnern. Das ist in Maischoss oder was ist das? Oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Und das ist in Altena. Altena? Nein. Das finde ich so krass. Bis dahin bin ich gerade gekommen. Ne? Einmal sagen. Können wir die Karte haben? Also hier ist der Pferdestall. Ne? Und ihr seht, was da los ist. Das heißt, ihr seid da hingefahren mit dem Radlader oder was? Nee, da sind wir nur zum Helfen oder mit Klamotten hingefahren. Der hat, glaube ich, noch schon mal gehört. Der hat auch so einige Sachen gekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, was da ist. Wir müssten mal reingucken. Die erste Zeit sind wir mit Fahrzeugen runter. Bagger, Radlader, LKW, Trecker mit Kamera. Kann man hier sehen. Ja, genau. Ja. Und dann angefangen, Spendengelder weiter zu sammeln. Wir haben davon Sachen eingekauft. Federführend Johannes hat sich da sehr viel eingesetzt, um dann den Leuten vor Ort direkt mit Sachen zu helfen. Sprich Notstromaggregat, Stemmer, all solche Sachen. Autokraniker. Dann eigentlich alles, was die Leute gerade in dem Moment brauchten, haben wir dann eingekauft von den Spendengeldern und haben dann die Sachen zu den Leuten dahin gebracht.
Wir haben mittlerweile irgendwo 100, 120 Familien, denen wir dann helfen können. Also es wird sehr, sehr gut angenommen. Vor allem, wir kommen jetzt auch dahin, wo die Not wirklich am größten ist. Wenn wir dann eine Familie haben, die dann betroffen ist, die erzählt das dann in der Nachbarschaft und dann dadurch ist dann ein riesen Kreis entstanden. Ja, das sind alles krasse Bilder. Hier ist Walpotsheim. Ja, bis hierhin sind wir eben gekommen. Ne? Ja. Ich blätter einmal durch. Und wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger in Kontakt und probieren immer einen Termin zu finden. War nicht ganz so einfach. Ist immer schwierig, aber auch nochmal Entschuldigung nach Bayern, da wollte ich auch noch hinkommen, an Chiemsee. Das hat auch noch nicht geklappt. Ich kann mich da nicht so losreißen. Das heißt, ungefähr jedes Wochenende seid ihr unten und helft. Ja, ein Wochenende bin ich nicht gefahren, aber ansonsten jedes Wochenende. Habt ihr kein Vieh zu Hause oder irgendwas? Oder? Ja, viel nicht. Also reine Landwirtschaft? Ja, wir sind auch nur, genau wie du auch. Ohne den Reitbetrieb, wir sind unten. Also, okay. Ja. Wir sind auch die erste Zeit, sind wir dann, als dann die Not ganz groß war, sind wir morgens um 5. Bin ich dann hier raus, bis nach Haberler gefahren, hab dann Sachen eingebracht, nur zum Aggregate, mit Hochschulfeinern, morgens um 5 hin, wieder nach Hause, 11 Uhr waren wir wieder zu Hause, Lehrerschaft. Ja. Ihr seid verrückt. Das haben schon mehrere gesagt. Echt verrückt. Da sind meine Frauen von uns, unter anderem meine Frau, da runtergefahren, um einen Samstag dann mitzukommen. Wo die dann auch Spenden mitgenommen haben, was bei uns vor Ort gespendet wurde an verschiedene Brötchen und so weiter. Das sind alles Sachen, wo ich nichts von mitgekriegt habe. Es ist so viel im Ahrtal passiert und ich zeige ja immer nur Ausschnitte davon. Ja. Ganz kleine Bereiche nur. Ja. Wahnsinn. Aber die Shirts sind ja bekannt, ne? Ja, die haben ja den Tag an dem Stand bekommen und sind dann nachher wieder zurück und möchten, wenn es geht, auch würden das Ganze nochmal machen. Also, die sagten, der Eindruck, den man da mitnimmt und die Hilfe, wie toll die angenommen wird, ist schon beeindruckend. Ich sehe gerade, bei Celia war ein Erdbeben, die ist nur in der Türkei, die hatten eine Lungenentzündung. Hoffen wir mal, dass alles gut gegangen ist. Ich weiß nicht, ob Celia mal mitgekriegt hat, die hat ja auch eine Versorgung, einen Versorgungsstand. Ja, genau. Hallo. Hi. Oh, wir haben noch gar nicht geguckt. Oh. Wir sind nur Bildchen am gucken. Ja, okay. Dann komme ich in 5 Minuten nochmal. Ja, 5 Minuten. Also. Wir müssen uns jetzt Essen aussuchen. Ich gucke mal auf die Kuchenkarte. Aber es ist schon krass, was. Ja. Das habt ihr ins Leben gerufen. Ja. Also, federführend für Johannes. Johannes. Ja. Und warum sitzen wir jetzt hier genau dann? Das wir haben Anfang Dezember eine landwirtschaftliche Ausstellung bei uns in der Gegend. Die Green Life. Die Green Life. Ja. Genau. Green Life, ja. In Kaltheim in Terni. Das ist da unten bei uns ein ziemlicher Begriff. Wir hätten da die Hoffnung, wir haben jetzt einen Stand über unsere Geschichte, oder der Betreiber des Kerni hat uns einen Stand zur Verfügung gestellt, den wir dann da ausfüllen wollen, wo dann Leute stehen von uns. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir am Montag, die veranstaltete 3 Tage, an dem Montag haben wir eine Familie aus Sinzig, die uns hilft. Am Dienstag haben wir dann eine Familie aus Arbeiter. Am Dienstag ist dann der Autor von dem Buch. Es war ja nur Regen. Das kommt am Dienstag.
und hatten eigentlich so ein bisschen die Hoffnung. Von dem Buch, es war doch nur Regen, oder was? Es war nur Regen. Okay. Ja. Der kommt am Dienstag mit seiner Familie und haben sie ein ganz klein bisschen gehofft, ob wir dich überzeugen könnten, vielleicht einen Tag mit dem Zug zu kommen. Ich denke schon. Was für ein Datum wäre das? 6., 7., 8. Dezember. Ja, sage ich zu. Einen Tag komme ich. Einen Tag. Ja. Könnt ihr euch einen aussuchen? Kannst du den aussuchen. Ja, komm ich auf jeden Fall. Da haben wir jetzt die Möglichkeit. Ja. Wir wollen dann auf diesem Stand dann auch versuchen, Spendengelder locker zu machen. Ja. So auf diese, ja. Und dann gucken wir dann, wie wir dann damit klarkommen. Oder wie wir das verteilen oder wie auch immer. Das ist jetzt so der Hauptgrund. Wir wollen da auf das Adler nochmal aufmerksam machen. Und umso mehr Aufmerksamkeit wir da erregen können, hoffen wir, umso mehr Spenden können wir haben. Um dann den Spenden weiterzuhelfen und den Leuten, die nötig haben, Gerade bei uns in der Gegend, oder weiß nicht, ob das hier auch ist, aber gerade bei uns in der Gegend ist eigentlich das Ahrtal nicht mehr an erster Stelle in den Medien. Ja, das ist, nimmt leider ab. Ne? Man sieht zwar noch viele Medien mittlerweile rumlaufen. Ne? Ja. Ja, genau. Das sind dann kurze Beiträge meistens, aber irgendwie so richtig der Pfeffer fehlt. Ne? Und dann, ja, es wird auch in meinen Augen ein bisschen zu viel darüber berichtet, dass angeblich alles in Ordnung ist oder vieles schon in Ordnung ist. Aber wir sind jetzt am Wochenende, oder Dieters Frau ist am Wochenende unten gewesen. Da laufen immer noch, oder da schwingen immer noch die Froschhämmer. Und da ist eigentlich, dann gibt es immer noch Regionen, wo es weder Strom noch Wasser noch Heizung gibt. Ja. Und das ist einfach schrecklich. Okay. Wir machen jetzt am Donnerstag, gibt es bei uns zum Beispiel dann jetzt Martinszug, den wir Gott sei Dank durchziehen. Und haben dann jetzt eine kleine Kooperation mit einem Kindergarten in Arbeiler, wo dann unsere Kinder Bilder gemalt haben oder Karten ausfüllen oder auch gestalten, wo dann auch etwas an Erlös für den Kindergarten nach Arbeiler geht. Super. Ja. Also ich sag zu, wir sind immer noch nicht fertig. Wir bestellen jetzt, ja. Ihr müsst euch jetzt die Karten mal angucken. Aber dann sind wir soweit durch, oder? Ja. Ja? Und ja, Dankeschön. Und ich komme auf jeden Fall vorbei. Ne? Super. Dann, wir müssen jetzt bestellen, sonst kriegen wir Ärger. Und ich sag mal, bis später. Tschüss.